Niemand benutzt mehr Texture Packs. Und ich erkläre euch mal warum. Es ist so ungewohnt, mal wieder ein YouTube-Video mit Texture Pack zu sehen. Habe ich recht, Leute? Früher haben YouTuber Dandelion, BD Pure Craft und noch viele mehr benutzt. Heutzutage ist die Bedrock-Version aber sehr, sehr populär geworden. Und da Bedrock-Spieler für Texture Packs bezahlen müssen, spielen die meisten eher ohne Texture Pack. Und weil wir YouTuber wollen, dass ihr euch mit unserem Content identifizieren könnt, spielen wir in unseren Videos auch einfach mit den Vanilla-Grafiken. Aber normale Java-Spieler spielen alle noch mit Texture Packs. Und genau deswegen kann man sagen,